Ornella Warner hatte gut lachen. Die Juniorenweltmeisterin im Boxen von 2011 bekam vom Autohaus Arvus Schwerin am Dienstag den Schlüssel für ein eigenes Auto überreicht. Mit einem Skoda Citigo kann die Elite-Boxerin am Stützpunkt Schwerin ihren Weg zu den Olympischen Spielen 2020 mobiler absolvieren. Die Nahziele von Ornella Warner heißen Deutsche Meisterschaften in Cottbus in diesem Jahr und Weltmeisterschaften 2018 in der Türkei. Ich muss halt ziemlich mobil sein, also A, immer der Weg halt zum Training und wie gesagt, wir haben halt öfters Trainingslager, wo wir selbst anreisen müssen, kleinere Wettkämpfe, wo wir auch selbst anreisen, wie zum Beispiel jetzt in 2 Wochen boxe ich in Berlin, genau, da muss ich halt immer selber hin und das kostet halt sehr viel Zeit mit Zug beziehungsweise Bus oder wie auch immer, genau, dafür brauche ich den Kleinen. Also wir haben uns darauf spezialisiert, eher so kleinere Randgruppen oder auch kleinere Vereine zu sponsern. Die sind halt von der Einstellung her noch schwieriger dran als die großen Unternehmen, ne? Und gerade der Boxsport, wie Herr Knauer schon sagte, ist halt für Schwerin doch traditionell. Und es ist schön, halt auch Schweriner dafür, für diesen Sport zu begeistern. Arvus unterstützt neben dem Boxen unter anderem Sportler im Badminton und im Radfahren.